Alter, die 1500%, da müssen wir so schnell wie möglich wo einsetzen. 700% Alben, das sind Motten oder was? Schwarze Schmetterlinge. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Planet Crafter. Im Planet Humble DLC habe ich in der letzten Episode am Ende noch festgestellt, dass es sich doch noch lohnt, ein bisschen mehr Terraforming noch zu betreiben. Denn mir ist aufgefallen, dass ich gerade bei den Biomasse-Werten, Parametern doch noch ein paar Freischaltungen habe, die, meine ich zumindest, neu sind im DLC. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege und die vorher schon drin waren. Ich meine, ich habe da ein Biotop gesehen, was ich gerne noch hätte. Und ich habe ja noch ein paar andere Sachen gesehen, die ich mir gerne noch angucken möchte, weil ich sie, wie gesagt, jetzt nicht mehr zuordnen kann zu früheren Durchläufen und mir sie deswegen einfach nochmal angucken möchte, einfach damit ich sie mal gesehen habe. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns auch diese Dinge angucken im Planet Humble DLC, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die immer am Anfang des Videos rechts um in der Ecke verlinkt ist oder am Ende. Und ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn natürlich kommen täglich Videos, also immer die Glocke aktivieren. Genau, ich habe hier diesen hier, das Ding hier. Dieses Ökosystem, da meine ich, das gab es vorher nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, es gab es vorher nicht. Und das gibt es bei 64 Tonnen Insekten. Genau, wir müssen die Insekten hochkriegen, damit wir die bekommen. Genau. Dann haben wir hier noch die Insektenverteilrakete. Die gibt es bei 17,7 Kilotonnen Biomasse. Und Biomasse müsste eigentlich alles enthalten. Das müsste alles enthalten, auch die normalen Pflanzen, meine ich jetzt. Aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall, Insekten können wir ja auch noch weiter verteilen. Da haben wir ja auch noch die Möglichkeit. Wir können ja sehr easy die Schmetterlingsfarm zum Beispiel bauen. Und das ist ja eigentlich mal eine feine Sache. Ich habe immer noch ganz viel Essen dabei, weil ich meine Essenskiste leer gemacht habe. Ich hole mir jetzt mal ein bisschen Zeolite. Würde ich sagen. Wir hatten ja hier unten einen Bohrer für Zeolite, meine ich. Der hat die gefahren. Und ich kann ja hier auch die Zeolite hier nehmen, die hier einfach rumliegen. Wir haben nämlich keine mehr im Schrank. Das habe ich jetzt alles reingeballert in weitere Baumsamenstreuer. Genau. Und da müssen wir uns mal angucken, welche von den Insektenlarven sich am ehesten lohnen, um den Insektenwert hochzukriegen, so ein bisschen. Ich glaube, das reicht jetzt schon erstmal. Gemeine Larven. Nee, gemeine Larven sind eigentlich uninteressant. Vielleicht sollte man nochmal am Strand rumtingeln, ein bisschen, weil da gab es ja diese Speziallarven, die haben ja irgendwie 1200% Bonus direkt gegeben. Und das ist natürlich eine feine Sache, ja. So ein 1200% Bonus. Den sollten wir uns nicht entgehen lassen. Ich gucke jetzt nochmal schnell, welche Larven sich lohnen. Klippenbasis. Zeige ich mir mal hier im Inkubator. Was haben wir denn da jetzt? Wir haben ja jetzt auch schon neue. Wir haben die Imeo-Larve, genau. Da brauchen wir Mutagen ST2. Wir haben diese Liox. Ja, dann lohnt sich schon nicht mehr so. Dann werden sie schon weniger. Okay, also die sollten wir mal machen. Seltene Larve, Mutagen ST2 und Dünger. Seltene Larve haben wir zweimal. Mutagen ST2. Wir haben ja hier unseren tollen Mutagen. Das ist das. Im Moment ist es das hier, genau. War es jetzt ST2? Muss ich gleich nochmal nachgucken. Und Dünger. Schauen wir mal. War es jetzt ST2 oder? Ja, genau. Okay, also die Larve, das Mutagen und der Dünger. Lassen wir das mal durchlaufen. Müsste ein bisschen dauern tatsächlich. Genau. Und dann bauen wir doch mal noch eine Schmetterlingsfarm. So, jetzt wird uns wahrscheinlich. Ja, die Plaschte geht uns aus. Wir müssen mal dafür sorgen, dass wir automatisch Plaschte herstellen. Das wäre sehr schön. Dass wir uns mal hier oben einen Autocrafter hinstellen, der das macht. Dass wir. Oder hatten wir nicht unten schon einen, der das macht? Warte mal. Ja, hier, der hier. Der braucht aber Pilze, genau. Da müssen wir dem die Pilze noch manuell reinstecken. Hier hatte ich Pilze, genau. Warte, ernte mal die Pilze hier. Und dann schieben wir dem die Pilze einfach mal rein. Und dann müsste der das.
eigentlich schon machen können. Ja, genau. Siehst du? Perfekt. Das ist doch schon mal gut, weil dann kriegen wir nämlich die Plasche. Die ist nämlich gerade der limitierende Faktor. Das ist doch fluffig, meine lieben Freunde. Das ist doch nice. Warte mal, den Pulsarquarz. Den kannst du mal gleich hier noch reinlegen. Und das Iridium, mein lieber Freund Spielbär, das kannst du auch gleich mal da reinlegen. Und ja, Spielbär bezeichnet sich selbst als mein lieber Freund. Unglaublich, was alles hier passiert, meine lieben Freunde. Angewandte Psychiatrie ist das hier, ich sag's euch. Die angewandte Psychiatrie. Was er jetzt hier macht? Genau. Ah, ich soll nachgucken, ob er fertig ist. Ist der Schmetterling fertig? Jawohl. Und gleich den nächsten machen. Zack, zack, zack und zack. Genau. Und dann bauen wir den Schmetterlingsgedönsi. Den bauen wir jetzt einfach hier unten mal noch mit hin. Da kann der Schmetterling ordentlich abschmettern. Guckt euch das mal an, wie der abschmettert. Nicht schlecht. Das sollte ordentlich Bonus bringen. Guck mal, 600 Gramm pro Sekunde an Insekten. Das ist doch mal eine feine Sache. Ist nicht ganz so geil wie die Insekten vom Strand. Stimmt, warte mal, wir könnten eigentlich den nächsten Insektenverteiler einmal mal direkt am Strand aufbauen. Weil vielleicht kriegen wir ja dann nochmal Strandinsekten auch. Gib mir mal hier was zu trinken noch. Genau, und essen kann ich auch mal wieder. Wäre ich auch mal wieder was los. Ja, jetzt habe ich ja erstmal Plaste, genau. Ist er fertig schon? Gleich ist er fertig. Nice, nice. Ja, und dann bauen wir das. Ah, stimmt. Ich wollte mal gucken, wegen Drohnen. Drohnen. Da können wir jetzt ja auch die Stufe 2er machen. Das wäre eigentlich mal ja nicht verkehrt. Aber wir hatten keine Platinen mehr. Ja, genau, stimmt. Da muss ich mal wieder ein bisschen rumlaufen, mal ein paar Kisten aufmachen und mal wieder ein paar Platinen rausnehmen. Bla, 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 bla rausnehmen, genau. Muss bla, bla rausnehmen. So, Spielberg, geh mal an den Strand jetzt. Und mach mal hier einen Schmetterlingsstreuer. Und setz da mal die Schmetterlinge ein. So, dann können die nämlich schon mal ihr Werk tun. Oh, hier ist ja eine Kiste, die ich noch gar nicht bemerkt habe. Ganz viele Mutagene. Ganz viel Dünger, ganz viel Zeug. Noch eine Kiste. Was ist denn hier los? Noch mehr Dünger, noch mehr Zeug. Na toll, wieder kaum Platz. Hä, waren die da die ganze Zeit? Bin ich da echt die ganze Zeit dran vorbeigelaufen? Das kann doch gar nicht sein. Oder habe ich sie gefunden und kann mich einfach nur nicht dran erinnern? Ach, was weiß denn ich? Keine Ahnung. Ganz ehrlich, was weiß denn ich? So, wir müssen jetzt mal hier ein bisschen rumtigern und mal schauen, dass wir uns hier nochmal diese geilen Insektenlarven nochmal abgreifen. Tauchen die jetzt eigentlich nur hier auf diesen Vorinseln auf oder tauchen die auch da drüben auf dieser Hauptinsel auf? Das ist mal eine spannende Frage eigentlich. Na gut, wir brauchen ja auch erstmal nur eine Larve. Ich kann jetzt aber nicht nochmal so... Oh doch, ich kann. Da könnten wir den ja gleich hier hinstellen eigentlich. Wäre doch eigentlich mal gar nicht so doof. Ah, guck mal, siehst du? Perfekt. Als hätte ich es kommen sehen. So, dann schiebt die Schmetterlingsdings da rein, genau. Und da ist noch eine. Da kann ich jetzt die freigewordenen Schlots mit den Larven noch voll machen. Eine ausgezeichnete Idee. Oh, das ist aber nochmal was Geileres. Was Fiorente Schmetterlingslarve. 600%. Die ist nicht ganz so schön wie die hier, aber die sieht besser aus. Okay, wir müssen, glaube ich, echt die Augen offen halten. Es sieht so aus, als gäbe es hier noch andere Varianten. 1500 goldene Schmetterlingslarve. Eieieiei. Oh, was ist denn hier? Was geht denn hier? Warte mal, isst mal noch was? Schmeiß mal den Sauerstoff mal bitte weg. Und trink mal das Wasser. Lorpen? 600%. Alter, die 1500%, da müssen wir so schnell wie möglich wo einsetzen. Das ist ja abgefahren. Das ist hier, das sind hier, das sind glaube ich die, die ihr meintet. Aber das sind ja die goldenen, die gab es vorher schon. Die goldenen Schmetterlinge, das da bin ich mir sicher. Aber die konnte man nur an bestimmten, in bestimmten Kisten finden. Alben, was Alben? 700% Alben, das sind Motten oder was? Schwarze Schmetterlinge. Tja, krass, da haben wir ja noch viel mehr gefunden. Ich glaube, das habt ihr mir auch bestimmt in die Kommentare geschrieben, aber da das hier gerade eine zusammenhängende Aufnahmesession ist, die letzten drei Episoden, kann ich da jetzt nur raten, aber wahrscheinlich habt ihr es mir geschrieben. Hey Spielbär, da gibt es noch geilere Schmetterlingslarven als die, die du da gefunden hast. Okay, zur Kenntnis genommen. Dann lasst uns die mal
noch in diese Schmetterlingstöpfe reinmachen. Da müssten wir jetzt mal gucken, dass wir mal ein bisschen Platz wieder im Inventar machen und uns da mal dann noch ein paar hinstellen davon. Das wäre auf jeden Fall nicht verkehrt. Dann kriegen wir nämlich die Insektenstufe ganz schnell nach oben. Erstmal die ganzen Muttergene weglegen wieder. So, rein mit den Muttergenen. Dann, was hat man noch? Düsen. Müssen weg, genau. Und Dünger haben wir auch wieder ganz viel. Das Eisen brauchen wir ausnahmsweise mal auch nicht unbedingt. Die Stäbchen hier. Iridiumstäbchen. Und Ismiumstäbchen. So, was wir brauchen ist Düngerstufe 2. Gib mal da ganz viel raus. Dann brauchen wir Plaschte. So, da wird jetzt natürlich nichts gemacht. Wie sieht es mit den Pilzen aus? Sind die schon wieder so weit? Nee, noch nicht. Okay. Dann müssen wir da nochmal in die Mainbase. Da hatten wir ja auch noch Pilze. Hier oben nicht, aber unten, glaube ich. Die hatte ich noch nicht abgerissen unten, oder? Nee, die hatte ich noch nicht abgerissen. Aber immerhin noch mal genug Material, um eine weitere Plaschte zu machen. Das ist doch schon mal auch praktisch, eigentlich. Legen Sie es ihm rein und dann warten Sie ab. Genau, und da ist es fertig. So, und dann brauchen wir Zeolite, die haben wir eh dabei. Genau, so, da können wir zwei Dinger noch machen. Gehen wir mal... Ja, wieder an den Strand, oder? Verteilen wir mal Schmetterlinge am Strand. Ist doch mal was Feines. Hier. Oh, das ist jetzt unerwartet gekommen. Okay, warte. Dann muss ich wohl noch mal einen Reaktor bauen. Schnell. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber so ist das. Warte, ich brauche Quarz. Pulsarquarz. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann noch mal 4 mal... Legion, okay, nochmal zum Strand. Nicht genug Legionen. Nicht genügend Legionen. Das könnte auch ein Spruch aus Asterix sein, merke ich gerade. So, genau, das müsste passen. Jawohl. Dann geh mal hoch. Und setz den Fusionsreaktor mal noch hier daneben. Nice. Nice, okay. Dann können wir jetzt das Ding bauen. Auch wieder am Strand, natürlich. Und dann gucken wir mal... Ne, warte, das ist die Mainbase-Spiel. Der Strand ist da unten. Und dann gucken wir mal, wie schnell die Insektenstufe dann jetzt hochgeht. Müsste eigentlich jetzt ratzfatz gehen. Okay, ich würde gerne mal mir die 600% da mal angucken. Oh, die sehen cool aus. Die sehen ja mal richtig geil aus. Die sehen mal voll neonmäßig aus, ne? Das sind die Cyberpunk-Schmetterlinge, aber sowas dann. Junge, Junge, ey. Richtig heftig. Okay. Next. Next. Goldene, genau. Die machen den höchsten Prozentbonus. Dann, die anderen reihen sich dann entsprechend ein. Ja, die leuchten schön hier. Das sind die Feen. Das sind Peter Pan-mäßige Feen-Schmetterlinge. Auch schön. Wie viel kommt denn da jetzt raus? 900 Gramm pro Sekunde. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt fehlt uns Plaste. Da brauchen wir mehr Pilze. Da wäre es vielleicht noch schlau, wenn wir vielleicht noch mal ein Pflanzbeet anpflanzen mit Pilzen. Da brauchen wir zweimal Bienen und einmal Dünger noch. Ich habe, glaube ich, nur noch eine Bienenlarve hier drin. Ja, genau. Da müssen wir noch mal Bienen machen. Warte mal, brauchen wir dafür noch mal? Ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger. Ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger, genau. Also, ungewöhnliche Larve, Mutagen und Dünger. Dann kriegen wir nämlich die Biene. Dann können wir das Beet machen und dann nehmen wir uns die Samen von den Pilzen und schieben sie da direkt rein. Pilzsamen. Das ist eine gute Frage. Warte mal. Hatten wir da überhaupt noch was? Warte mal. In der Mainbase war, glaube ich. Ansonsten müssen wir aus dem Pflanztöpfen mal was rausnehmen. Da ist tatsächlich noch ein Pilzsamen. Und hier ist noch ein Pilz, Mensch. Vertrau dem Pilz. Sauber, sauber. Das ist doch eine feine Sache. Wie lange braucht das noch? 50% schon. Das geht ja schnell eigentlich. Genau. Wasser haben wir. Stimmt, warte mal. Einmal Dünger noch. Dünger und dann die Larve noch von der Biene.
Die Biene, meine lieben Freunde, die ich meine. Die müssen wir benutzen dafür. Und dann können wir noch mal mehr Plaschte machen. Weil Plaschte, ja stimmt, für diese ganzen Bio-Applikationen, für diese ganzen Zuchtanlagen, so braucht man so viel Plaste immer. Das war ein Engpass, der sich dann auftat. Ich erinnere mich, gib mir mal Wasser. Und dann, ja, schön, snap direkt daneben. Das ist doch super, warte. Hier, genau. Pflanz mal die Pilze ein. Die sind gerade, sehen aus wie Erdbeeren von oben. Wie ganz merkwürdige Alien-Erdbeeren, sollte ich vielleicht dazu sagen. Bevor jetzt wieder jemand sagt, Spielbär hat wieder was am Auge. Genau, guck mal, da werden sie eingepflanzt und dann verwendet. Und genau, und dann können wir nämlich direkt nochmal für die anderen Schmetterlinge gleich nochmal Behausungen bauen. Das ist doch super. Denn da geht ja noch was. Ich baue die jetzt alle an den Strand. Das wird jetzt mein Schmetterlingsbiom, der Strand. Was soll der jetzt? So, rein damit. Welchen nehmen wir? Den 1200%er. So, dann hier nochmal einen hin. So. Oh, das sind die... Ach ja, stimmt. Warte mal, wir hatten doch noch die dunklen. Moment. Nimm die mal raus. Nimm mal die dunklen. Die haben auch 100% mehr. Alben. Ja, das sind Motten. Guckt euch das an. Das sind Motten. Das ist ja auch geil. Ich meine, es ist schön, dass da auch die dunkleren Farben und die und Schwarz auch berücksichtigt wird, ne? Motten sind ja im Endeffekt wirklich nur schwarze Schmetterlinge im Endeffekt. Mehr oder weniger. Ist schon irgendwie fies, dass man da vor denen dann auch teilweise Angst hat. Also nicht, dass ich vor Motten Angst hätte, aber... das ist halt schon irgendwie immer ein bisschen unbehaglich, so eine Motte. Ich weiß auch nicht. Das macht irgendwie... es sind halt Geschöpfe der Nacht. Die sich aber komischerweise wieder zum Licht angezogen fühlen. Das ist auch alles merkwürdig irgendwie. Genau. So, dann porten wir uns mal hier wieder rein. Jetzt fehlt uns ja wieder das andere Zeug, Zeolite. Da haben wir nichts mehr. Und Dünger SC2 fehlt uns noch. Dann hole ich doch nochmal gleich Zeolite und dann können wir noch einmal Schmetterlinge unterbringen. Einmal Schmetterlinge nochmal unterbringen ist auf jeden Fall keine schlechte Idee. Und dann müsste eigentlich jetzt der Insektenwert, naja, er müsste jetzt deutlich schneller hochgehen eigentlich als vorher. Boah, ist das gerade neblig, Alter. Das ist gerade richtig neblig hier. Man sieht ja wegen dem Nebel jetzt schon wieder fast gar nichts. Nehmen wir hier den Zeolit. Ruhig ein bisschen mehr. Warte mal, hier unten war noch ein Minator auch. Und warte mal, Osmium brauchen wir doch auch schon wieder. Da ist doch auch schon wieder nichts mehr da. Nimm das mal alles mit hier, was hier ist. Das war hier doch ein Zeolite-Farmer, oder? Ja, ja, genau. Nimm mal gleich einen großen Schwung mit. Was soll der Geiz? Und von mir aus auch die anderen Sachen. Da haben wir jetzt große Schränke, nicht wahr? Und nochmal hier ein bisschen was. Oh, eine ungewöhnliche Larve. Ja, sehr schön. Nochmal Eier hier. Ach, Froscheier. Ja gut, Frösche, da müssen wir dann auch mal mehr machen noch. Aber da habe ich jetzt noch gar keine Spezialeier gefunden. Also nirgendwo tatsächlich. So, ich glaube, warte mal, den einen können wir da jetzt schon... Oh, hier ist noch Iridium. Ja. Es ist immer noch dieselbe Aufnahmesession, daran erkennt ihr das. Die Dinger sind nicht verschwunden. Gut, mach mal hier die rein. Dann nehme ich jetzt... Naja, jetzt habe ich natürlich volles Inventar, ist natürlich jetzt blöd. Jetzt habe ich gerade das ganze Zeug gesammelt und da liegt direkt wieder das Iridium vor meiner Nase. Das ist immer das Gleiche, ey, in diesem Spiel, ich sag's euch. Man kriegt immer die Ressourcen dann, wenn man sowieso schon ein volles Inventar hat. Es ist einfach fürchterlich. Und ja, ich weiß, ich müsste eigentlich für solche Fälle mein Auto dabei haben, dass ich das auch noch vollstopfen kann. Ist egal. Wir legen jetzt schnell Zeug ab. Hier Titan, Silizium hier hinten. Da hast du, genau, Osmium noch weglegen, genau. Die Larve, die komische, legen wir hier rein. Und die Zeolite legen wir hier rein. So, da war schon mal alles entfernt. Die Pilze wachsen, das ist sehr schön. So, jetzt gehen wir nochmal dahin zurück und sammeln schnell noch
das Iridium ein, weil das müssen wir ja nicht umkommen lassen, nicht wahr? Das müssen wir ja da nicht liegen lassen. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, wie jetzt die Insektenmasse hochgeht. Müssen wir gleich noch machen. Müssen wir, glaube ich, eh hier im Biodom. Oder konnte ich nicht auch einen von den Bildschirmen irgendwie umstellen da noch? Ach, egal. Ist jetzt auch wurscht. Ah, die fühlen sich hier schon wohl, die Schmetterlinge. Sehr schön. Ja, guck mal, das muss ja hier nicht umkommen, das Iridium. Das können wir ja mal mitnehmen auch. Ist ja schon eine schöne Menge auch, ne? Mehr ist es auch jetzt nicht. Ist schon gut, dass wir das mit... Nachher fehlt es nämlich dann wieder für irgendwas. Es fehlt immer irgendwas, ja. Und dann haben wir das jetzt nämlich direkt. Ist doch mal eine feine Sache. So, dann wollen wir mal gucken. Geh mal hier in den Biodom rein und guck dir mal an, wie schnell jetzt die Insektenmasse hochgeht. Die Insekten sind schon bei 16 Tonnen. Bei 50 Tonnen kriegen wir erst den starken Mutagenwirkstoff. Okay. Und wie viele Tonnen brauchen wir für 64? Okay, das ist jetzt nicht so ein großer Abstand. Yo. Biomasse ist jetzt immerhin schon bei 11,34 Kilotonnen. 17,70 brauchen wir. Okay, wir brauchen mehr von allem. Ich hatte ja drei Baumsamenstreuer noch aufgebaut mit einem ziemlich großen Bonus noch. Vielleicht sollten wir doch mal so langsam auch mal Fischeier machen noch. Aber da haben wir ja eigentlich nur zwei. Die Chrom und die Ulani. Ja, da brauchen wir Phytoplankton C. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Beim Phytoplankton. Wir hatten doch diesen Sammler des Wasserlebens schon aufgebaut. Hier, genau. Phytoplankton B, Phytoplankton A, Konifischeier. Wir kriegen halt haufenweise von diesen Konifischeiern, ne? Phytoplankton C haben wir gar nicht bekommen. Ich nehme das mal alles raus. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch Phytoplankton C. Das kommt wahrscheinlich etwas seltener als das andere Phytoplankton, was natürlich irgendwie doof ist. Ich lege das jetzt alles einfach mal erstmal hier rein, ja? Weil ich meine, die Konifischeier, was können wir denn überhaupt mit Fischeiern machen? Wir können ja eh nur das Aquarium bauen. Vielleicht sollten wir lieber direkt zu Fröschen übergehen noch. Da braucht man nur gemeine Larven, Dünger und Wasserglas. Das ist, glaube ich, etwas schlauer. Müssen wir nochmal gucken, was wir für Froscheier machen können. Ich glaube, das ist besser vom Bonus. Ja, da können wir halt die Huli-Froscheier machen, immerhin. Da brauchen wir generische Froscheier. Und Mutagen Stufe 4 schon direkt. Krass. Iss mal was und leg mal das Iridium ab vorher, bevor der jetzt wieder losschießt, Spielbär. So, warte mal. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Generische Froscheier kriegen wir ja eigentlich... Ja, wo kriegen wir die her? Da unten im... Beim Strand unten, da ist ja dieser Wasserfall. Und da müssten wir ja welche... Da waren ja diese Tümpel von den Fröschen. Da nehmen wir jetzt einfach mal so zwei, drei mit und wandeln mal unsere ST4-Muttergene, die wir jetzt schon haben. Haben wir überhaupt schon ST4-Muttergene? War ja nicht das höchste, was wir haben, ST3? Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich nehme einfach mal Froscheier mit. Ist ja egal. Wenn wir die nicht verwenden können, dann machen wir einfach generische Froscheier in die... In die Dinger hier. Genau, da ist nämlich hier ein Tümpel gewesen. Zwei sind sogar hier. Da ist einer. Und da ist noch einer. Haben wir schon mal zwei Stück. Und dann kann ich mich ja zurückporten hier direkt. Denn hier ist ja direkt der Teleportinski. Und dann benutzen wir den doch gleich mal, wa? Klippenbasis. So. Und nun brauchen wir, warte, nochmal gucken. Ja, jetzt brauchen wir halt das ST4-Muttergen. Jetzt bin ich mal gespannt. Hatten wir das schon? Ja, tatsächlich hatten wir das schon. Zweimal brauchen wir das jetzt und Dünger. Nochmal gucken. Nee, Quatsch, wir brauchen gar keinen Dünger. Wir brauchen tatsächlich nur die zwei Komponenten. Und das reicht schon anscheinend.
Sequenzierung. So, okay, dann sammel doch mal alles zusammen, was du brauchst für den Amphibien-Dings. Larven. Nee, warte. Gemeine Larven. Zweimal Dünger und zweimal Wasser. Dann können wir nämlich beide schon verteilen. Dann gibt es nämlich schon mal einen kleinen Amphibien-Bonus. Der ist, glaube ich, nochmal, der überwiegt, glaube ich, nochmal den von den Fischen tatsächlich. Müssen wir mal schauen, ob das so ist oder ob ich mich da jetzt wieder irre. Keine Ahnung. Kann sein, dass ich mich da auch wieder irre. Ach, das dauert so lange. Da pflanzen wir das Ding doch schon mal. Machen wir die an den Strand? Nee, warte, wir machen die hier unten direkt. Dann können wir sie schneller austauschen. Boah, ist das ein Wetter, ey. Das ist ja voll düster. Hier, die machen wir hier unten an den Seestrand, machen wir die. Am besten gleich zwei nebeneinander. Dann können wir die direkt ausstatten. Pflanzen sind schön gewachsen hier, das ist gut. Das ist fast schon wieder ein bisschen zu krass nah dran. Ich habe sie extra ein Stück weiter weggestellt und trotzdem steht das Männlein jetzt im Walde. Da sind sie. Felizin. Was? Feliciana Froscheier. Feliciana? Warte mal, das ist aber nicht das, was ich wollte eigentlich. Aber ey, ich meine, ich will mich nicht beschweren. Die sind besser, ne? Das sind 200% da immerhin. Die Feliciana. Dann rein mit den Venezianern. Können wir schon mal reinstecken. 100, 150%, 200%. 50% mehr ist doch gut. So, hier, da hast du. Oh, die sehen auch schön aus. Guck mal. Nicht schlecht. Haben gelbe Flecken auf blauem Grund. Teal and Orange quasi so ein bisschen. Könnte man sagen. Oh, Aleria Fischeier. Hey, nice. Neue Fischeier. Ist auch gut. Warte, erstmal schnell aus dem Froschwasser hier trinken. Genau. Das ist doch nice. Warte, gleich mal gucken. Gleich mal schauen, was wir da jetzt haben. Sind die hier aufgelistet? Alinea, 300%. Brauchen wir auch wieder Phytoplankton C. Verdammt nochmal, mal dieses Phytoplankton C, ey. Ich raste aus. Was haben wir hier? Nochmal Feliciana. Dann gleich wieder rein mit dem Feliciana. Und dann steigt nämlich die Biomasse noch mal schneller. Rein mit den Felizianern. Sehr schön, sehr schön. Passt doch hier zu den Bäumen hier, ne? Die Froschfarbe ist eigentlich gar nicht so schlecht. So, dann will ich mal ganz kurz noch mal gucken, wie es jetzt aussieht von den Werten. Oh, jawohl, guckt euch das an. Jetzt gehen die Tiere richtig steil. Ich meine, ja gut. Ist immer noch nur auf Kilogramm-Basis und nicht auf Tonnen-Basis, ne? Aber immerhin. Weil dann kommen wir nämlich hier auch mal an ein paar mehr Freischaltungen noch an jetzt. Dann sind jetzt die Fischeier mal dran, würde ich sagen. Ich gucke noch mal, was der Sammler des Wasserlebens ausgespuckt hat. Hat der mal jetzt Phytoplankton C? Ja, zweimal sogar. Ich werde wahnsinnig. Und Tilo-Fischeier. Geil. Das sind ja 400%. Die können wir ja direkt so verwenden. Ja gut, aber wir können momentan eh nur Aquarien bauen. Ist jetzt halt so eine Sache, warte mal. Da braucht man Dünger. Ja, brauchen wir auch Platinen oder was? Nein. Nein. Sicher, dass wir nicht noch irgendwie eine andere Art haben? Irgendwas, nee, ne? Da haben wir nichts anderes. Verdammt. Na gut. Dann ist es eben so. Sauerstoffkapsel. Jetzt habe ich die Sauerstoffkapseln weggeschmissen, die wir da bekommen haben. Egal. Okay, also wir brauchen eh nochmal Platinen. Naja, dann gehe ich jetzt nochmal rum und suche Platinen. Ich meine, hier war ja doch hier hinten, da waren doch diese Absturzkisten und da waren doch bestimmt auch Platinen drin, die ich nicht mitgenommen habe, weil ich mir gesagt habe, ete petete, ist doch sowieso zu viel am Start. Es gab einige Stellen, wo ich Platinen bewusst habe liegen lassen, weil ich gesagt habe, ete petete. Bin mir ziemlich sicher. Können wir ja gleich mal hier gucken. Ja, da war nichts drin natürlich. Auch nicht. Und hier waren auch keine. Okay, dann waren sie da schon mal nicht drin. Wie schaut's denn hier drüben aus? Da war Wasser drin. Das nützt uns jetzt so ziemlich gar nichts mehr.
Hier ist eine. Sehr schön. Gleich mal richtig gefunden und auch gleich nochmal mutagen. Ja, und Dünger können wir ab jetzt auch eigentlich schon wieder mitnehmen, so langsam, weil das wird jetzt auch schon wieder häufiger gebraucht. Hier ist leider nichts dergleichen. Aber immerhin schon mal eine Platine gefunden. Gehen wir mal schnell nochmal zu dem Raumschiff vielleicht. Ich meine, Platinen waren ja halt, wie gesagt, die Sachen, die, wenn wir was gefunden haben, irgendwo habe ich mal am ehesten zurückgelassen. Es waren auch zwischendrin echt viele Platinen. Muss man wirklich mal sagen. Jeder Ecke habe ich die gefühlt gefunden. Und wir können, glaube ich, auch nochmal in das Portal gehen. Da war doch auch noch wahnsinnig viel, was wir zurückgelassen hatten. An Zeug. Ja, hier haben wir immerhin mal ein bisschen Legierung noch. Ja, da war nichts. Nochmal Legierung, Dünger, Bismium. Haben wir diese... Ja, die Nachricht hatten wir gelesen. Ja, das hatten wir gelesen. Ich bin da gerade erstaunt, wie wenig Zeug ich mitgenommen habe, ehrlich gesagt. Mutagene. Oh, warte mal, das haben wir auch nicht mitgenommen. Pflanzenmultiplikator. Das wäre vielleicht mal noch ganz geil, das aufzubauen auch. Den Verstärker halt. Hier kommt man nicht raus. Okay. Da, wo viele Pflanzen aufgebaut sind, viele Pflanzdinger, könnten wir mal diesen Verstärker einbringen noch. Das wäre nicht verkehrt. Oder ich glaube, ich weiß, wo noch Platinen waren. Da hinten, wo der Wald ist. Da waren doch diese ganzen Kisten, wo ich gesagt habe, das nehme ich jetzt alles nicht mit. Weil ich eh schon wieder zu viel Zeug dabei habe. Doch, 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 das war da, genau. Und ich glaube auch in dieser verschütteten Basis. Da war das genauso. Da war auch so viel Zeug, auch Platinen und alles, wo ich gesagt habe, das nehme ich jetzt nicht mit. Ist das hier ein Bug oder ist das hier ein Feature? Ich glaube, das ist ein Bug. Ja, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Nachteil von dieser... Terraforming-Variante hier auf der Karte, dass sich das Gelände so absenkt irgendwie. Bei einigen Felsen haben sie anscheinend ein bisschen vergessen, dass die Felsen ja dann auch unterhalb der sichtbaren Linie sichtbar werden quasi. Und das sieht man dann bei solchen Stellen so ein bisschen, dass dann da der Felsen halt durchsichtig ist. Habe ich mich wieder falsch erinnert. So ist es. Hier auch bei den Bäumen ist das teilweise auch ein bisschen problematisch. Die schweben dann doch ein bisschen sehr in der Luft, würde ich sagen. Stimmt, warte mal, in den Robotern können ja manchmal auch einfach nur Platinen drin sein. Hier war die verschüttete Basis. Okay, hier gucke ich jetzt nochmal schnell rein. Ich meine, da war ziemlich viel Stuff drin, den ich nicht mitgenommen habe. Bin ich mir ziemlich sicher. Hier war ja auch das Licht an. Hier waren doch Tresore auch, wo wir nicht alles mitgenommen haben. Ich glaube schon. Wir hatten da gesagt, ja, wir haben eh schon zu viel Zeug davon und hiervon und jenes und bla Keks. Lassen wir das mal hier. Und ich meine, da waren Platinen dabei. Hier war der, hier. Ja, genau, jetzt der Tresor und? Nee. Habe ich mich auch wieder falsch erinnert. Es war bestimmt woanders, in einem anderen Ding. Im anderen Raumschiff. Andere Basis. Oh ne, nicht festhängen. Ah, um Gottes Willen. Irgendwer meinte, er hat es geschafft, sich in Planet Crafter, das fand ich auch interessant, beim Respawnen in einem Schrank festzustacken irgendwie. Also anscheinend ist er respawned und ist dabei in seinem Schrank respawned und kam nicht mehr raus. Das ist auch interessant. Wusste ich nicht, dass das geht. Ich meine aber, es gab eine Unstuck-Funktion. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine, man konnte sich mit irgendeiner Taste unstucken. Ich glaube, der hatte das dann auch rausgefunden, dass man sich irgendwie unstucken kann tatsächlich. Wenn man irgendwo festhängt, dass man dann sich entstucken kann, weil wieder respawned wird woanders halt. So, okay. Also wir sehen, so wahnsinnig viel ist hier jetzt doch nicht los. Ich dachte, ich hätte hier mehr zurückgelassen. Hab's mal wo geirrt. So ist das. Die war jetzt auch nicht so riesig, wie ich sie in Erinnerung hatte irgendwie. Ach, egal. Dann war das wahrscheinlich in diesen Portalbasen. Da müssten wir nochmal durchs Portal durch. So ist es halt.
Ich bezweifle, dass hier großartig was übrig war im Kristallbiom. Ich meine, ja, da können wir auch noch mal gucken vielleicht, aber wahnsinnig viel wird hier dann auch nicht sein. Sturm? Asteroiden? Das ist ein Sturm. Ich sehe keine Asteroiden. Ich höre auch keine. Dann müssen wir da jetzt nicht Panik schieben. Ein Chip, der uns leider nichts bringt. Und das ist natürlich doof. Guck mal da noch rein, in die Kiste. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, macht ihr doch einfach die Chips, also die Platinen, stellt ihr doch einfach her. Ja, da brauchen wir halt Plaste. Und Plaste, ja, kriegen wir jetzt halt noch nicht so viel. Ich habe ja jetzt gerade erstmal das zweite Pflanzbeet gemacht für... Da drüben ist noch so ein Kristall, den nehme ich jetzt mal nicht mit. Kristalle sind jetzt nicht mehr so das große Problem, seit ich herausgefunden habe, dass ich Quarz ja auch selber herstellen kann. Vielleicht hier nochmal reingucken. Das könnte doch mal eine schlaue Location sein, wo bestimmt noch was ist. Ist mal einfach schon mal direkt was. Wir müssen den Fraß eh loswerden. Ah, ich hänge. Ich werfe mal hier schnell nochmal einen Blick rein und guck mal, ob hier noch Platinen drin sind. Platinen werden gebraucht. Waren nicht in diesen Robotern? Es gab doch hier so eine Höhle irgendwo. Da waren doch so viele Roboter, da waren doch so viele Platinen drin in den Robotern. Ich bin da nicht bescheuert, oder? Oder bilde ich mir das gerade ein? Ich weiß es nicht. Warte mal, die Dinger, wenn man die abreißt, kriegt man doch... Ja, genau, stimmt, wenn man die Teile abreißt. Ja. Okay, warte. Ja, jetzt haben wir die Quelle. Hier vorne, hier draußen, bei den verlassenen Basen. Warte, da ist doch ganz viel von dem Zeug. Diese Schränke, diese Datenschränke. Yes! Schon die zweite. Mann, der Groschen ist langsam gefallen, Spielbär. Aber er ist immerhin noch gefallen, ja? Immerhin ist er noch umgefallen, der Groschen. In Zeitlupe ist er quasi gefallen. Oh, es kommt auch wieder ein Quarzasteroid, wa? Oder? Ne, ist auch wieder nur ein Sturm. Oder? Ne, ist nur ein Sturm. Von hier sieht meine Basis mit dem Portal aus wie ein UFO da oben. Mit diesen Lichterreihen da. Okay. Sehr schön. Dann haben wir es doch. Jetzt habe ich komplett vergessen, was ich eigentlich machen wollte mit den Platinen. Im Zweifel Stufe 2 Drohnen bauen, Spielbär. Nee, irgendwas Bestimmtes wollte ich doch damit machen. Ach ja, ein Aquarium, genau. Da war ja was. Da war ja was. Moment, da müssen wir jetzt erstmal nochmal gucken, ob in unseren Gaskollektoren, ob da jetzt Sauerstoff drin ist oder nicht. Ja, einmal und leider nur einmal. Okay, aber dann können wir ein Aquarium schon mal machen. Das ist schon mal nice. Ne, was hat jetzt gefehlt? Stufe 2 Dünger, genau. Dann machen wir doch mal ein Aquarium. Warte mal, das machen wir mal oben hin. Die Dinger stehen ja nur rum. Die stehen ja nur im Weg. Die machen wir jetzt mal hier hinten in die Ecke. So, und dann schiebt mal die Tilo-Fischeier da mal direkt rein. Oh, guck mal, die sehen doch ganz nett aus eigentlich. Die Fischis. Dann sollte das doch jetzt auch schneller gehen eigentlich mit den Tieren. 1, fast 2 Tonnen Fisch. Oder Tiermaterial besser gesagt. Und das ist doch schon mal gut. 22,5 Tonnen Tiere oder Insekten, meine ich. Ja, das ist doch nice. So, warte mal, jetzt hatten wir doch noch Phytoplankton C. Wir können doch jetzt direkt noch mal Fische machen. Moment, noch mal nachgucken. Genau, die Aleria Fischeier. Also die Phytoplankton C und so. So, genau. Richtig? Ich meine schon. Ja. Müsste so sein. Okay.
So, und dann wollte ich noch so einen Verstärker machen. Stimmt, warte mal, so ein Stufe 2 Verstärker. Da brauchen wir nochmal einen Uranstab. Einen Uranstab und dreimal Obsidian. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo wir die meisten Baumsamenstreuer hingestellt. Eigentlich da hinten bei meiner Basis, ne? Na, ich meine, gut, wir könnten auch hier unten das machen. Da habe ich auch einige hingestellt. Die müsste ich vielleicht nur noch mal ein Stückchen weiter zusammenstellen noch. Das wäre vielleicht mal noch eine Idee. Ja, vielleicht erstmal warten, bis der Fisch soweit ist. Gib mal hier aus dem Ding hier, gib mal das Gas hier noch raus. Damit der wieder Platz hat, Sauerstoff zu erzeugen. Ich meine, gut, Sauerstoff könnte ich mir natürlich auch einfach selber herstellen, indem ich da einfach mal zwei Kobolde kombiniere. Machen wir das mal. Kombinieren wir mal zwei Kobolde miteinander. Weil, da muss ich da nicht drauf warten. Und das ist clever. Dann können wir nämlich direkt noch ein Aquarium bauen. So, und dann können wir gleich direkt die Fischeier hier reinmachen. Warte mal, da macht gleich nochmal Fischeier. Genau, ST2 Mutagen. Warte, da haben wir doch noch was. Genau, da haben wir einiges. ST2 Mutagen. Nee, nochmal gucken, was? Plankton, ST2 Mutagen und Dünger. Forschen. Genau. Läuft durch. Weil dann setze ich nämlich jetzt hier noch ein Aquarium. Mach das mal. Ja, dann steht es vor dem Bildschirm. Warte mal, mach's mal hier hinten in die Ecke. Hier ist noch so viel Platz. Wenn wir dann diesen Fischdom haben, dann müssen wir die eh dann aus den Aquarien rausnehmen und in den Fischdom reinmachen. Das ist dann sinnvoller, würde ich sagen. Genau, so, das nächste Ei müssen wir noch reinmachen. Huch, warum ist das so gelb auf einmal? Muss man aber trinken. Okay, Moment, Moment, Moment. Spielbär, du wolltest den Verstärker unten hinstellen. Stellen wir mal den Verstärker hier unten hin. Was? Achso, ich dachte gerade, oh Gott. Ich dachte gerade, jetzt kommt ein Asteroid genau auf mich zu. Es waren nur meine Minatoren hier. Genau, stell mal den Verstärker Stufe 2. Ja, puh, keine Ahnung. Stell den mal hier hin irgendwie. Oh, das ging schnell jetzt. Und setz mal die Sicherung ein. Genau, weil da ist der hier nämlich schon mal geboostet. Der hat dann immerhin schon mal 500% Bonus. Ist der hier denn auch gleich geboostet oder ist der zu weit weg? Der ist zu weit weg. Warte mal, dann nehmen wir den gleich mal noch näher ran da. Den nehmen wir näher ran, weil dann hat der nämlich auch Boost. Es können ja 8 Anlagen geboostet werden. Können wir den nicht sogar da oben hinstellen? Ah, nee, komm, stell den mal hier hin. Stell den mal schön dicht zusammen, genau. So, der hat jetzt auch, warte. 500% und den hier hinten, den nehmen wir jetzt auch näher ran, wenn er nicht schon den Bonus hat. Nee, der hat den Bonus nicht. Okay, dann nehmen wir den jetzt auch ein bisschen näher da noch ran. Können wir ja. Hier kann er nicht stehen, aber hier kann er stehen. Stellen wir den da hin, genau. So, und der hat jetzt auch 500%. Ich glaube, das ist ganz schlau, wenn wir das mit den Boostern machen. Wenn wir jetzt nämlich nochmal Pflanzenbooster-Sicherungen finden, Pflanzenwachstumsbooster, dann können wir die da nochmal mit reinlegen, dann einfach. Das ist auf jeden Fall schon mal schlau. Oder was heißt finden? Ich meine, Spielbär. Du kannst die dir auch anfordern. Pflanzenmultiplikator-Sicherung kostet nämlich nur 2500. Warum nicht? Finden wir noch irgendwas Billigeres noch, was wir noch mit dazulegen können? Wie sieht es denn hier mit aus, mit der Kochstation? Intelligenter Stoffbauplan. Ah, nee, das, ja doch, das können wir uns auch noch leisten. Und dann ist es das erstmal, genau. Starten wir die mal. Wenn sie wiederkommt, haben wir wieder was zum Schreifhalten. Ist doch nice. Ist doch super. So, die Fische müssten fertig sein. Genau.
Dann legen wir die jetzt hier hinten noch mit dazu. So, wie schaut es denn jetzt hier aus? Tiere, 2,82 Tonnen. Zeige mal hier den Progress. Ah, hier genau, hier konnte ich umschalten. Okay, wir sind jetzt bei Tieren schon bei 2,85 Tonnen immerhin. Das nächste, was dann kommt, ist die Fischfarm. Genau, dann können wir dann, genau, stimmt, dann können wir die Fischeier nämlich direkt in die Fischfarm reinpacken. Das ist dann, glaube ich, schlauer als die Aquarien. Genau, dann haben die nämlich auch mehr Potenzial wieder direkt. Bei Insekten sind wir bei knapp 25 Tonnen. Wir brauchen aber noch doppelt so viel, um die mutagene ST2 zu kriegen. Also da müssen wir durchaus noch einiges tun. Bei Pflanzen sind wir bald am Gasextraktor Stufe 2 dran. Dauert nicht mehr lange. Und die Rakete, ja, das dauert auch noch ein bisschen. Das dauert noch. Ja, Aquarien Stufe 2, genau. Das sind dann die Kuppeln für die Fische. Dann kommen wir nochmal mehr Fischeier noch zusammen, genau. T1 Tierfutter, Strabo, Froscheier. Genau, ich finde es ein bisschen schade, wie gesagt, dass man beim Terraforming schon so weit sein kann. Wir sind jetzt schon bei der Amphibienstufe eigentlich durch und schon mit der Säugetierstufe eigentlich auch schon fast durch zu 3/4. Das ist halt irgendwie ein bisschen zu schnell, wie gesagt. Ich fände es irgendwie cool, wenn der Progress von diesen Stufen auch wirklich gekoppelt wäre an die Aktionen, die man auch macht. Also, dass man auch wirklich erstmal Frösche und Amphibien erstmal freilassen muss, bevor diese Stufe überhaupt nach oben geht und so. Das ist so auch so ein bisschen so ein Ding. Ich meine, bei den anderen Sachen, bei den Gasen und beim Druck und so, da, ja, also Sauerstoff, Druck und Wärme, da kann ich es noch verstehen, wenn das so allgemein einfach immer höher geht, aber dass jetzt meine Terraforming-Anlagen, meine Wärmeanlagen und so, dass die dann auch den Amphibienanteil hochziehen. Das ist ein bisschen lame. Das würde ich mir gerne noch mal ein bisschen detaillierter auch vorstellen. Dass man vielleicht auch wirklich bestimmte Arten vielleicht auch wirklich für einen bestimmten Effekt auch noch braucht. Irgendwie, keine Ahnung. Also, dass das irgendwie da noch ein bisschen Unterkategorien vielleicht auch gibt. Also nicht nur allgemein Amphibien, sondern welche denn jetzt konkret? Also welche Froschart denn? Welche ist denn in welchem Anteil vorhanden und so? Oder muss vielleicht in einem bestimmten Anteil vorhanden sein, um die Stufe hochzukriegen? Ja, dass man auch mal gezwungen wird, bestimmte Arten zu züchten. Und nicht einfach nur so pauschal dann einfach nur mit einem höheren Prozentsatz da bedacht wird oder so. Wäre irgendwie ganz cool noch. Aber gut, ist nur meine Meinung. Und da könnt ihr mir natürlich auch gerne immer schreiben, was ihr davon haltet. Und an dieser Stelle endet diese Folge The Planet Crafter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr mehr von Planet Crafter sehen möchtet. Ihr könnt auch gerne in die Playlist reinschauen, die an dieser Stelle verlinkt ist, oder meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!